So, liebe Freundinnen und Freunde der Collection Regard, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in diesem neuen Salon Photographique der Collection Regard. Es ist eine große Freude anlässlich dieser vierten Ausstellung zu dem Werk von Hein Gorny diesen Abend zu veranstalten. Wir haben entschieden mit Antonio Valletta, dass wir heute einen Gast suchen, der sich mit Fotografie sehr gut auskennt und haben das Glück, das Riesenglück, dass Herr Domröse, Leiter der Fotografischen Sammlung der Berlinischen Galerie, zugesagt hat. Und an dieser Stelle schon mal sehr herzlichen Dank, Herr Domröse, dass Sie da sich bereit erklärt haben, zu diesem Gespräch teilzunehmen. Wir werden also heute, wird es um das Werk von Hein Gorny gehen, um die Rezeption seines Werkes, um die Einstufung seines Werkes in die Fotografie im Allgemeinen. Also es ist erstmal die vierte, wie gesagt, über das Werk. Wir haben als erstes das zerstörte Berlin gezeigt, 2011. Das war die Eröffnungsausstellung der Sammlung sozusagen. Also das war der Moment, wo die Sammlung sozusagen öffentlich geworden ist. Dann kam eine Ausstellung über die Spektrum-Ausstellung in Hannover. Die Eröffnungsausstellung der Spektrum-Fotogalerie, die von Joachim Giesel, Peter Gauditz und Heinrich Liebeseel eröffnet wurde. Dann kam eine ganz kleine, auch kurze Ausstellung über Pferde mit Fotografien von Peter Thomann. Und das ist jetzt also die vierte. Und hier geht es also um die Werbefotografie, um die Auftragsfotografie und auch um die industrielle Fotografie, die Gorny in seiner Schaffensperiode, die sich zwischen Ende der 20er Jahre und Mitte der 40er Jahre streckt, geschaffen hat. Antonio, wie triffst du die Entscheidungen, wie machst du das, dass so eine Zusammenstellung an die Wände kommt? Also in diesem Fall, die Ausstellung wurde für Bologna erstmal konzipiert, auch für die Räumlichkeiten, die wir in Bologna zur Verfügung hatten. Die Auswahl ist auch ein grundlegender Moment, so eine Konzeption. Und in diesem Fall wurde zusammen auch mit François Ebel getroffen. Also für mich sind die Bilder eher als Motive, sind so Objekte, und die sich in eine räumliche Umgebung gezeigt werden so konzipiere ich sie. Also nicht, diese Objekthaft ist in einer Fotografie reduziert auf ein Papier, auf eine Oberfläche, an Größe, und sind aber Elemente, die für mich sehr stark entscheiden, wie ausgestellt werden sollen. Gorny hat für die Industrie fotografiert, aber nicht nur die Objekte, die Produkte der Industrie, auch die Arbeiter der Industrie arbeiten, die Orte. Und es wurde uns gefragt, eher diese Objekte zu zeigen. Also dann in einem Korpus, der viel komplexer ist, musste ich diese Fotografie auswählen, diese Objekte darstellen. Nach dieser Begrenzung sozusagen haben wir vordergründig also die Bilder, die diese Objekte gezeigt haben, gewählt, aber ich fand es wichtig, auch andere Bilder zu zeigen, auch wenn nur wenige Motive. Gorny hat
Bilder für Pelikan, wie Sie hier sehen können, für Balzen, für Robo, für AIG. Und da habe ich einfach die Bilder für jede Firma sozusagen zusammen in den Wänden, die ich zur Verfügung hatte, können. Und also wir haben in Bologna 55 Werke gezeigt, hier sind wir bei ungefähr 60. Und Sie haben ja jetzt eine neue Hängung gemacht seit Juni letztes Jahr. Und wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut, dass Sie sechs Gornis gehangen haben in der neuen Aufstellung. Und vielleicht als erste Frage an Sie, was hat Sie dazu bewegt, sich zu entscheiden, diese Werke zu hängen? In einem neuen Haus, was genauso aussieht wie das alte. Also, falls Ihnen schon mal jemand in der Berlinischen Galerie war, sieht genauso aus wie vorher, aber hinter und oben drüber ist überall sehr viel gebaut worden. Ein Jahr lang, glaube ich. Fast ein Jahr, ein Jahr. Also ich habe mich dazu entschlossen, wir haben diese Ausstellung gegliedert von der Zeit um die Jahrhundertwende bis etwa um 1980, wo wir die wesentlichen Etappen und Strömungen der Fotografie, also was die Fotografie betrifft, Sie wissen, wir verbinden dort Malerei, Grafik, Plastik, Architektur und Fotografie miteinander. Das ist das Besondere, man könnte sagen, das Alleinstellungsmerkmal der Berlinischen Galerie, dass wir das tun. Und ich bemühe mich jeweils darum, die Fotografie in den wesentlichen Etappen ihrer Entwicklung so darzustellen, dass derjenige, der da durchgeht bei uns, zum Schluss das Gefühl hat, er hätte eine kleine Geschichte der Fotografie erlebt. Das ist sozusagen der Anspruch. Da eines unserer großen Epochen, über die wir dort arbeiten, auch die neue Sachlichkeit ist, kam mir natürlich, war es klar, dass irgendwann, nachdem wir Albert Renger-Patsch gezeigt haben, der Protagonist, könnte man sagen, und der bekannteste Fotograf dieser Stilrichtung, dass man Hein Gorny zeigt, weil er derjenige ist, der am weitesten die Prinzipien dessen, was die neue Sachlichkeit eigentlich ausmacht und bestimmt, in seiner Fotografie umgesetzt hat. Da muss man ja wissen, dass Hein Gorny Renger-Patsch 1927 begegnet ist. Die haben sich in der Kästner-Gesellschaft getroffen. Hein Gorny war damals, glaube ich, 23 Jahre alt. Renger-Patsch war schon mitten darin, über sein großes Buch Die Welt ist schön, 1928 herausgekommen, nachzudenken und hat, wie wir wissen, sehr stark, auch propagandistisch könnte man sagen, beinahe seine neuen Ideen über einen Stil, der als neue Sachlichkeit bezeichnet wird, nachzudenken. Er hat versucht zu beeinflussen, er hat klargemacht, dass es eine neue Bildsprache braucht in dieser Zeit. Warum braucht es diese neue Bildsprache? Weil die Überzeugung damals ganz klar war, nach den Ereignissen des Ersten Weltkrieges, nach dieser Katastrophe, konnte es ideengeschichtlich, wenn man damit anfangen will, so nicht weitergehen. Man musste die Fotografie wie die Kunst überhaupt, oder man wollte die Kunst so und die Fotografie auch, benutzen als eine Art Mittel der neuen Seherfahrung, der Erweiterung der Sehmöglichkeiten, könnte man sagen, der Menschen. Um zu sagen, wenn wir die Welt neu begreifen wollen, wenn wir die Welt begreifen wollen, wie sie ist, und wenn wir nicht wieder in dieselbe Katastrophe hineinkommen wollen, wie wir gerade erlebt haben, dann müssen wir die Menschen auch erziehen zum Sehen. Das heißt, wir müssen mit anderen Mitteln, wir müssen die Fotografie auf eine andere Art und Weise präsentieren, das heißt eine neue Bildsprache entwickeln. Und das ist parallel verlaufen in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern auch, zwischen diesen beiden grundsätzlichen Strömungen in dieser Zeit, die man dann als die Moderne bezeichnet, nämlich im neuen Sehen und in der neuen Sachlichkeit. Renger-Patsch war derjenige, der die neue Sachlichkeit am klarsten vertreten hat. Was war die neue Sachlichkeit? Sie hat sich bemüht darum, mit fotografischen Mitteln das Objekt in seiner Eigenwertigkeit klar mit präzise, technisch perfekt darzustellen. Das war die eine Richtung. Das neue Sehen auf der anderen Weise war immer künstlerisch ambitioniert. Es geht um Welterfindung darin, es geht um den sogenannten Kunstwollen in dieser Zeit. Und obwohl diese beiden Strömungen immer in einem Atemzug genannt werden, muss man sie klar und deutlich voneinander unterscheiden, auch wenn sie mit ähnlichen Bildsprachen und Konstruktionsprinzipien arbeiten. Also so viel dazu. Und Hein Gorny
ist derjenige, der das sozusagen auch in seiner Fotografie umgesetzt hat, und zwar, man könnte sagen, dann sein Leben lang, was Rengar Patsch beispielhaft in diesem eben erwähnten Buch von 1928, Die Welt ist schön, und dann nochmal 1931, Eisen und Stahl, ein Werkbundbuch, vorgeführt hat. Da gibt es drei Prinzipien, wenn ich das noch sagen darf. Ja, gerne. Es gibt drei Prinzipien, die können wir, wenn wir uns hier umschauen, können wir die erleben an der Wand. Auf der einen Seite war es der Rhythmus. Der Rhythmus dient die industriell gefertigten Produkte von sich aus mitbringen, denn sie wurden praktisch in Serie gefertigt. Der Rhythmus, das kann man natürlich in solchen Aufnahmen wie hier sehen, wie da oben, hier natürlich mit und ganz vorne im ersten Raum ganz besonders. Das zweite ist das Ornament. Das Ornament des Immergleichen. Also wenn man die Dinge, wenn die industriell gefertigt werden, auf eine Weise darstellen will, dass sie auch das zeigen, was sie wirklich sind. Nämlich in dieser damaligen Zeit vom Handwerk weg in die industrielle Produktion gehen, musste man sich etwas einfallen lassen. Nicht nur, dass die Bilder schön aussehen und uns auch heute noch gefallen, sondern dass sie die Ideen der Zeit in irgendeiner Art und Weise in die Bildsprache implementieren. Hier zum Beispiel würde dieses Bild dazu gehören. Das wäre ein klares Bild, was Sie gerade aufgeschlagen haben. Das wäre ein anderes. Also das Ornament, nicht wahr? Das ist der zweite große Teil. Und das dritte bei Rengar Patsch war die Monumentalisierung des Ausschnitts. Das hat Gorni nicht so betrieben. Da war Gorni, hat er sich eher zurückgehalten, das findet man nur ganz selten. Wir haben drüben ein Bild dort, wo es um so einen Reißverschluss geht. Ein sehr schönes Bild übrigens. Da hat er das mal vorgeführt, aber im Wesentlichen fehlt dieses Element, was Rengar Patsch sozusagen gemacht hat. Wenn wir uns das jetzt alles zusammen betrachten, muss man natürlich fragen, wie war der historische Zustand dieser Gesellschaften dieser Zeiten? Warum konnte sich diese Bildsprache und warum konnte sich dieser Stil überhaupt durchsetzen? Wie ist der entstanden? Der ist entstanden, weil wir in dieser Zeit in Deutschland nach dem verlorenen Krieg und nach der Katastrophe des sozialen Niedergangs eine Entwicklung hatten, die gleich nach dem Kriege eingesetzt hat. Das war der sogenannte Amerikanismus, so hat man es damals genannt. Der Amerikanismus, weil man ganz klar damals gesehen hat, und zwar von links über liberal bis konservativ, dass eine Heilung der Gesellschaft, eine Veränderung der Gesellschaft nur dann notwendig und nur möglich ist, wenn man die industrielle Technik fördert. Wenn man aus dem Handwerk herausgeht und durch Massenproduktion Produktivität steigert, damit Bedürfnisse befriedigt und ökonomische Interessen von zwei Seiten her bedient und damit auch soziale Konflikte in irgendeiner Art und Weise, soziale Konflikte ausschaltet. Das war sozusagen Henry Ford, Sie wissen, mit seinem Autobau, mit seinen riesen Industriekomplexen, war damals das große Vorbild auch für die deutsche Industrie, für die deutsche Politik, sogar für die deutschen Gewerkschaftler. Und das Heil, könnte man heute sagen, das Heil dieser Zeit lag darin, eine Art Fortschrittsgläubigkeit lag darin, zu sagen, wir brauchen Industrie, wir brauchen Industrieproduktion und das, was Industrieproduktion hervorgebracht hat, die Produkte nämlich, für die musste man eine Sprache, wenn wir über die Fotografie sprechen, eine Sprache finden. Und das heißt Sachlichkeit, Klarheit, technische Perfektion. Das ist sozusagen der Teil. Und da spielen natürlich die Auftraggeber eine große Rolle. Selbstverständlich ist es für die Fotografen also sehr wichtig, die Firmen zu finden, die diese Sprache auch sprechen wollen. Und ich glaube, man hat sowohl bei, also hier bei Pelikan als auch bei Balsen, zwei Firmen, die sehr, sehr nah an das künstlerische Geschehen in Hannover verbunden waren und sehr, sehr viele Aufträge an namhaften Grafiker, Maler, Fotografen und so weiter gegeben haben. Und es war für Gorni eine extrem wichtige, auch das war ein sehr wichtiger Auftraggeber, für die er sehr, sehr lange Zeit gearbeitet hat. Also im Falle von Pelikan hatte zum Beispiel alle Produkte, also zwischen den Beginn der 30er Jahre bis Ende der 30er Jahre, fast über einen Zeitraum von fast 10 Jahren begleitet.
Und er hat um die 5000 Aufnahmen gemacht, nur für diesen Auftraggeber. Und was wir hier zeigen, ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, Sie müssen in dieser Zeit davon ausgehen, dass sich die Fotografen durch die Gestalter da nicht reinreden lassen haben. Ja. Nein. Sicher beim Titel ist das was anderes, aber auch da kann man ziemlich häufig nachweisen, dass es auch die Vorstellung der Fotografen gewesen sind, die sich durchgesetzt haben. Die waren mit ihren Vorstellungen ziemlich klar und die haben das Bild als Bild abgebildet drin, wie wir es eigentlich heute ja zumindest im musealen Kontext, im Galeriekontext immer noch tun. Also da, die Rolle der Gestalter ist eine andere, das attraktiv ansonsten auf die Seite zu bringen und die Schrift dazu zu bringen und all das andere, aber nicht was die Ausschnittbestimmung so etwas betrifft. Davon können Sie eigentlich ausgehen für diese Zeit, dass es eben, zumindest wenn es sich um einen Kunstkontext handelt, sehr selten passiert und ich würde sagen, so ambitioniert, wie in diesem Falle die Gorni-Bücher für die Auftraggeber angelegt worden sind, können Sie auch davon ausgehen, dass das höchstwahrscheinlich dort nicht der Fall ist. Ich habe Fragen, Sie als Nachlassverwalter. Wo kommen diese Bilder körperlich her? Ist das das Archiv von Hein Gorni oder ist das die Mappe bei Pelikan, an die Sie gekommen sind? Sehr schön. Also das ist auch sehr gut, dass wir hinter diese Wand sitzen, weil da sind sozusagen alle möglichen Facetten erklärbar. Die Motive oben, die fünf und dieses... Und diese zwei hier rechts sind Leihgaben von der Firma Pelikan. Das heißt, das sind Abzüge, die in den Archiv von der Firma Pelikan liegen und die wir 2013 inventarisiert haben, digitalisiert haben, archiviert haben und die wir jetzt von Pelikan ausgeliehen bekommen haben. Da haben die nicht drin rumgefummelt, dann Pelikan haben wir gleich Knowledge des B verbessert oder so etwas. Sondern das sind wirklich dann die... Das sind die Abzüge von Pelikan. Die vertraglichen Unterlagen eigentlich, die jeder abgeliefert hat. Ja, wenn Sie so wollen, die Original, also seine Interpretation des Produkts. Ja, genau. Aber es geht ja weiter. Ja, genau. Damit ist ja gearbeitet worden, ne? Nur genau. Das ist interessant, glaube ich. Genau. Wir haben bei einigen Motiven, die auch von Pelikan waren, die wir digitalisiert haben, die Entscheidung getroffen, weil die Abzüge in einen recht schlechten Zustand waren, haben wir diese Vorlagen digitalisiert, diese Vorlagen in Photoshop korrigiert, davon ein neues Negativ hergestellt und dann ein neues Silbergelatin-Abzug gemacht. Und das, also dieses Verfahren betrifft jetzt auf dieser Wand dieses Bild mit den Konserven, dieses und dieses. Also die restlichen drei auf dieser Wand. Also hier ist das Original von dieses Bild ist sehr, sehr, sehr kaputt. Und da habe ich gedacht, es ist besser, wenn es in der Höhle behutsam da bleibt. Den will ich eigentlich nicht ausleihen, weil das ist mir zu heikel. Also da ist das Risiko, dass es einfach kaputt geht, zu groß. Und da haben wir also das Bild digitalisiert. Das heißt also, das ist so nah wie möglich, aber in unserer Interpretation in der Tat, an das Motiv, was wir in dem Archiv vorgefunden haben. Sonst sind einige Motive auch von den Original-Negative später abgezogen worden. Das ist der Fall von dem Kragen, das Bild mit dem von dem Kragen. Das ist zum Beispiel ein Bild, was vom Negativ von Jochen Rona 2011 abgezogen worden ist. Und bei diesem Bild ist es noch eine weitere Quelle sozusagen. Das ist in der Tat ein Motiv, was 1972 im Laufe der Ausstellung, die ich vorhin erwähnte, in der Spektrum-Fotogalerie, ist ein Motiv, der unter die Leitung von Heinrich Riebeseel hergestellt worden ist. Weil das ist sozusagen eine weitere Quelle, die auch
Man sieht es fast. Das ist nein, wichtig, man sieht es absolut. Ja. Und Sie sehen, da fängt die Interpretation an. Ja. Also es ist viel wärmer, wie Sie sehen, ja, also ja, diese Tonung. Das hat natürlich auch mit einer Interpretation zu tun, aber manchmal natürlich auch mit den Materialien, die es dann nicht mehr gibt. Insofern ist es ein schönes Beispiel, mit Ausnahme noch ein schöneres, wo man sehr deutlich sieht, dass natürlich so einer Interpretation auch Grenzen gesetzt sind. Man kann manche Dinge heute mit den Papieren, mit den Chemikalien, mit all dem, was dazugehört, mit den neuen Druckfarben, nicht mehr so hinkriegen, wie es damals gewesen ist, wo sie sehr, ich finde, bei denen, die Sie ja gerade genannt haben, sehr dicht dran sind, weil es auch ein neues Verfahren gibt, mit dem man das sehr klar bestimmen kann. Also wir haben jetzt eine Technologie dafür. Nicht Sie, sondern Wir haben auch übrigens dieses Verfahren nicht nur von Positiven gemacht, sprich Digitalisat vom Positiven, sondern wir haben das auch von Negativen gemacht. Und da ist es etwas schwieriger, weil man natürlich, wenn man von einem Positiv arbeitet, viel näher dran sein kann, also sprich an das, was Sie vorhin sagten, was die Museen natürlich als präferiertes Mittel arbeiten, ist das endgültige Positiv, das der Abzug, so wie der Künstler das gemacht hat. Wenn man von einem Negativ ausgeht, weil man keine Positive hat, dann ist die also das, was man dann tatsächlich printet, in jedem Fall eine Interpretation. Man kann sich dann so nah wie möglich dran tasten, aber das ist der Fall auch hier in der Ausstellung, und zwar bei dem Reißverschluss, den wir vorhin nannten, und bei der Schere, die wir vorhin auch zeigten, also dieses, wo die Schere den Stoff schneidet. Dieses Motiv gibt es nur als negativ. So, und wir haben da also den Abzug gemacht, so gut wir konnten. Aber das ist in der Tat eine Interpretation. Ich habe mich ein bisschen gewundert, als ich das Glück hatte, Nachlassverwalter von Herrn Gorny zu werden und mich da mit seinen Themen zu befassen und da also wirklich einen Beitrag zu versuchen zu leisten. Ich habe mich gewundert, wie es sein kann, dass so ein großer letztendlich so lange unentdeckt bleibt. Also das traf viele. Das traf ja viele. Genau, das weiß ich. Also es ist ein bisschen so eine spielerische Frage sozusagen. Also, aber das ist schon, glaube ich, für das Publikum auch interessant zu hören, was Sie so wie Sie das so sehen. Also was die Gründe sind. Also warum passiert sowas? Wie kommt es dazu, dass das wirklich so lange einfach nicht existiert oder kaum existiert? Wie viele Stunden haben wir noch? 5 Minuten. Das ist ja die Frage der Fragen. Also was ist davon, wie hängt das alles zusammen? Ja. Das ist, Interesse, also fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, es muss jemand Interesse haben. Es muss jemand Interesse haben, dann kommt er unter Umständen auch zu Ergebnissen, dass er also etwas erfährt, was andere noch nicht wissen. Und dann muss es bei den Verkäufern eine Einigkeit geben, dass sie etwas verkaufen, verschenken oder wie auch immer wollen. Und wenn man sich die Fotografiegeschichte anguckt, seit gesammelt wird bis heute hin, ist das eigentlich immer dasselbe. Heute, nachdem wir so viel mehr wissen, als noch übrigens zu der Zeit, als Sie Gorny... haben Sie also eigentlich gekauft oder gekauft? Wie war das? Ich habe das meiste gekauft, ja. Und ein Großteil des Archivs der Familie liegt auch hier. Okay. Also wir arbeiten auch mit dem Archiv der Familie. Ich soll nur so einen Zungenschlag, was ich jetzt nicht sagen sollte. Also zu der Zeit, als Sie sozusagen dieses Archiv beworben haben, ist ja schon wieder ein paar Jahre her, sah die Forschungssituation grundsätzlich anders aus, als sie heute ist. Es sind heute so viele ausgebildete, gute Menschen unterwegs, die in der Fotografiegeschichte sich auskennen und sich dort auch herumtreiben und ihre Arbeiten darüber schreiben und damit ihr Geld verdienen wollen, dass unser Forschungsstand heute ein ganz anderer ist. Wir wissen heute viel, viel mehr als noch vor 10 Jahren, geschweige denn als vor 20, 30 und 40 Jahren. Also wir wissen heute im Wesentlichen, wo begehrenswerte Archive liegen. Das weiß man. Nicht alle, aber man weiß das. Das Problem heute ist, dass sich die Vorstellung darüber oder davon, was die Bilder wert sind,
was so ein Archiv kosten kann, bei den Verkäufern in geradezu dubiosen und astronomischen Höhen bewegen. Ich habe noch eine Bemerkung, die liegt mir am Herzen. Dass, wenn wir, ich habe anfangs ja kurz beschrieben, in welchem Kontext diese Fotografie eingebettet ist. Fotografiegeschichtlich, kunstgeschichtlich. Wir müssen uns ja fragen, wenn wir über die Moderne reden und über diese beiden Strömungen, das neue Sehen und die neue Sachlichkeit, wieso wir nach 1933, wir reden hier also bei den Bildern, die an der Wand hängen, immer über Bilder, die viel später entstanden sind, wie konnten die also auch damals publiziert werden? Wie ist das möglich? Ja, also diese Frage, Sie wissen, also dieses autoritäre System der Nazis hat ja in der Kunst zu gewaltigen Veränderungen geführt. Wieso konnte ausgerechnet die Bildsprache, diese moderne Bildsprache, auch später noch, und zwar nicht nur in Nischen, sondern auch in so mit Verbreitungen, wie mit solchen Firmenkatalogen, in dieser Zeit so sozusagen gemacht werden? Wie ist das möglich? Was ist da passiert? Ja, bitte, bevor ich selber darauf antworte, Sie erst. Ja, ich wollte vorhin schon was sagen zu Ihrer Gesamteinbettung dort. Das würde jetzt das ja sogar noch ergänzen. Das ist schon etwas, sagen wir mal, ein totalitärer Anflug drin, auch in dieser gegenständlichen neuen Sachlichkeit auch. Dieses Aufstellen, dieses, Marschieren, dieses Telehafte. Ich denke schon, dass das, sagen wir mal, Ring Apache ist ja veröffentlicht worden, 1943, in dieser Nachauflage. Das muss ich mal vorstellen. Ja? Das hat mich also früher mal irritiert. Also das ist vielleicht doch von der Bildsprache, gibt es da, das ist zeitgeistig, gibt es da eine Entwicklung hinein. Ja. Das war nicht wohl gelitten, sagen wir mal, es passte. Ja, warum passte es? Weil natürlich, weil in dieser Gesellschaft, auch unter den Nazis, Industrieproduktion ganz oben stand. Ja, also Industrieproduktion war wesentlich. Ja. Und der Erfahrungshaushalt der Menschen in dieser Zeit, und zwar von allen, war so, dass sie in ihrem alltäglichen Leben industriellen Produkten permanent gegenüberstanden und auch diese Produkte sozusagen täglich vor Augen hatten. Das heißt, das, was da visuell geformt worden ist, war jenseits, würde ich sagen, der parteipolitischen Interessenslage in der Welt. Es war tägliches Erleben und war deshalb bis zu einem bestimmten Punkt auch gelitten. In dem Falle, und da ist Ring Apache ein gutes Beispiel und Hein Gorni genauso, insofern ein gutes Beispiel, wenn es um die neue Sachlichkeit geht, also um die genaue Abbildung der Wirklichkeit, der Teil des Dokumentarischen darin. Wenn Sie um dieses neue Sehen, wenn Sie über das neue Sehen sprechen, sieht das ganz anders aus. Mit der Welterfindung, bei der Interpretation, da sind viele Künstler nachher mit ihren Bildern nicht weiter an die Öffentlichkeit gekommen. Jede Menge. Aber so ein Blatt, und da jetzt komme ich darauf zu sprechen, im kurzen Nebensatz, woher wir unsere Gornis haben, wir haben die aus einer Zeitschrift, aus einem Zeitschriftarchiv, das heißt Volk und Welt. Das war im Dritten Reich von 1933 bis 1943 eine Monatszeitschrift. Die haben wir alle Archive damals gesammelt und viele, viele Fotografen, die dann auch ihre Bilder nicht mehr veröffentlichen konnten, haben es trotzdem geschafft und immer wieder versucht, auch ihre Bilder dahin zu verkaufen, und die sind durchaus veröffentlicht worden in dieser Zeitschrift Volk und Welt. Wenn es sich um diesen Zweig, sagen wir mal, der neuen Sachlichkeit handelt, ganz genau, dann ist es am ehesten gelungen. Das konnte man machen. Es war also ein Nebenher im Dritten Reich, neben der Moderne und zwischen Wiener Architektur, auch Sie erinnern sich, die Industriebauten, nicht wahr? Wir sind umgeben von Industriebauten nach 1933, die sind in der Sprache, in der Architekturauffassung des neuen Bauens. Ganz klar, je mehr sie industrienah waren, je näher dran sind sie. Und auf der anderen Seite gab es die konservative Richtung von Architekten, die zurückgegangen sind zum Siedlungsbau mit ganz neuen Vorzeichen. Das beides hat nebeneinander her existiert und so auch in der Fotografie. Es gab natürlich starke Gegenströmungen. Es gab natürlich auch den Konservatismus, der in dieser Zeit, und den Nationalismus und den nationalsozialistisches Denken, was sich damit verbunden hat, eine Gegenströmung, die in dieser Industrieproduktion ja den Untergang gesehen hat. Die haben ja in der Industrieproduktion sozusagen auch einen Verrat an deutschen Traditionen, an europäischem Geist und so etwas alles gesehen. Das wollten die überhaupt nicht haben. Aber auf der anderen Seite
hat die Industrieproduktion mit dem Krieg erst recht gar nicht mehr anders funktionieren können, als mit dieser Förderung von Technik, von Industrie. Es war sozusagen auch ein Glaube. Es war eine, man könnte sagen, es war auch eine Romantisierung der Industrie, die auf gutem Boden gestanden hat.